Willkommen zurück bei Super Mario 64, Star Revenge 2, Act 1, To the Moon, ein Hack von Brodyhood. Guck dir mal, zum einen. Hier in der Mitte befindet sich, also über unserem Dach sozusagen, befindet sich eine rote Münze. Und zweitens, der Name der Welt. Bowser's Dark Shooting Firestar Space. Das heißt, wir haben die erste Bowser-Welt sogar erreicht. Und ich hab's nicht mal gemerkt. Und ich hab das all die Jahre nicht gemerkt. Okay, Entschuldigung. Schreib dich nicht ab. Scheiße, Mann. Wie soll ich das machen? Das ist eigentlich voll der Garant für Save States hier. Es hat geklappt. Aber eigentlich will ich da ja noch gar nicht hoch. Ich will ja an die rote Münze, die über mir war. Vielleicht erreiche ich sie von hier? Ich erreiche sie tatsächlich so. Und jetzt muss ich halt leider doch nochmal bouncy sein, aber wenigstens haben wir sie erreicht. Wir haben sie nicht vergessen. Wir haben sie so erreicht. Alles ist gut. Weehawk ist ja da. Und wir werden in diesem Part auf jeden Fall, wenn es eine Bowser-Stage ist, und wir hier noch eine Weile drin verbringen, so wie es stark danach aussieht, werden wir unseren 3-Sternenschnitt auf jeden Fall verlieren. Aber da macht ja nichts, mein Gott. Ich bin doch nicht wegen des Sterneschnitts hier. Ich bin wegen der guten Laune hier und schlechter Hex. Verdammt! Oh Gott. Oh. Gut, man gewöhnt sich dran. Au. Frankie. Halt's Maul. Okay. Frankie hält's Maul. So, wir haben noch 4 Red Coin. Also 4 haben wir. 2 brauchen wir noch. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass es nur 2 sind auf der anderen Seite. Es macht eigentlich keinen Unterschied, ob 6 oder 8, wenn die letzten beiden irgendwie fies versteckt sein sollten. Machen wir es doch so. So. Da oben ist doch eine. Du willst mich hier von der Plattform schmeißen? Das ist unlauter. 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 Er nutzt meine Not aus. So. Okay. Aufgepasst! Au. Oh, Münzen! Yippie! Endlich habe ich Münzen! Endlich habe ich Geld und kann mich freikaufen von diesem Herr. Luigi! Luigi! Es ist wieder Luigi. Es ist ja auch Star Revenge. Luigi musste früher oder später kommen. Erst recht in einem Mimi-Hack. Oh mein Gott, ey. Brodyhood, du machst mich fertig. Ha. So. Ha, hier, Knopf, Zang. Okay, was haben wir hier? Ein Weg in die Freiheit? Oh, Chuck, ja, alles in Ordnung. Nein, es sind wirklich 8 rote Münzen hier drin. Du hast sie also nur in den normalen Kursen verkürzt, die Münzuren. Okay, das könnte bedeuten, dass ich vielleicht unten schon was übersehen habe. Oder der Weg bis zu Bowser ist noch so lange, Luigi, dass wir vielleicht noch 2 finden. Also ich habe auf jeden Fall keinen Bock, alles, was ich bisher gemacht habe, nochmal abzurennen. Insofern ziehen wir es jetzt einfach durch. Oh Gott. Aber vielleicht wechsle ich meine Meinung auch noch. Das ist... Peter wechselt den Kanal und Rüdiger wechselt seine Meinung. Das kommt schon mal vor. Nein! Wirklich? Maleo. Komm. Wenn es Luigi gibt, muss es hier auch Maleo geben. Hey, Frank. Stattdessen gibt es Frank. Ach, stirb doch. So. Was?
Ach, stirb doch. Ja, ich habe auch meinen Kommentar gesave-stated. Ein perspektivisches Problem war das gerade, so. Aber ich habe keine Perspektive. Hey du! Ja, oh, mit Bande. Mit Bande gespielt, wie beim Billard, so muss das sein. Juhu! Oh Gott. Oh je. Oh crap. Jetzt ist das zweite Bowser-Level. Erst nimmst du Elemente aus dem dritten Bowser-Level und dann aus dem zweiten. Ach, Bro, dude, fällt dir denn gar nichts mehr ein? Tris, tut mir leid. Ich bin ein Arsch. So, okay. Da oben drauf ist noch eine Münze, aber es könnte die letzte sein. Das sieht nämlich sehr stark nach Ende des Levels aus. So allmählich hier. Es könnte die letzte sein und das würde bedeuten, dass wir vielleicht am Anfang schon eine übersehen haben. Problem ist jetzt im Moment auch, ich habe keine Ahnung, wie ich da hinkommen soll. Höchstens mit Wandsprüngen da hinten. Aber schafft das erstmal. Wie soll ich denn? Das erscheint mir etwas zu experimentell, was ich da gerade vorhabe. Das wird nicht funktionieren. Das wird nicht funktionieren. Vielleicht in irgendeinem Extreme Edition Hack oder so, aber... Also, bei den Leuten, die in der Lage sind, Extreme Edition Hacks zu spielen. Also, so, Extreme Edition Night of Doom oder wie auch immer. Hier sind es ja die Night of Doom Hacks von Brodo, die abnormal schwer sind. Und hier ist ein Weg, ein neuer. Wundervoll. Ein schönes, langatmiges Bowser-Level, von dem wir noch richtig was haben. Ist doch schön. Auch eins der am besten gestalteten Bowser-Level, die ich bisher gesehen habe. Wobei ich das irgendwie bei jedem Hack sage. Ich bin immer wieder begeistert. Bei dem Bowser-Level gebt ihr euch doch echt Mühe. Immer. Das muss man echt sagen. So. Also da ist zumindest die eine Münze. Aber wie gesagt, ich fürchte, das war die letzte. Und dass wir vielleicht weiter unten schon mal eine übersehen haben. Weil das sieht, wie gesagt, das sieht sehr stark nach Ende aus. Da hinten ist noch eine. Da hinten ist noch eine. Ich habe sie nicht übersehen. Man sollte nicht immer den Teufel an die Wand malen. Und vielleicht erscheint der Stern hier vor dieser Röhre. Das wäre sehr freundlich. Ach, Bro, dude, ich liebe dich. Du bist human. Du bist ein Schnensch. Ich... Juhu! Wirklich, daneben gesegelt, leck mich. Here we go! Insert a meme hier. No! Musstest du dabei an CDI Mario denken? No! Oh, das Gesicht hier macht mich wahnsinnig, ey. Völlig wahnsinnig. Sowas erwartet mich beim Bowser-Kampf. Fool, you picked the wrong house. Nee, Quatsch. I look over this... whatever moon. Look at me. Now, look at your man. Back to me. Nein, look, halt, das war was anderes. Don't even try to stop me. Was? What's this? Sup, mate. Ready for another pointless race? But first we need to clear something up. That stupid Bowser got his hands on my moon over there. Over there! Like, get him off of it. But you need more stars for that. Anyway, if you want to be faster, then break the boxes. Cool. Okay. Gucken wir mal. Godlike Speed! Everybody? Nein. Ich will noch schneller werden. Oh Gott. Das ist richtig moving around at the speed of sound hier. Oh, scheiße. Moving a... Stör mich nicht. Oh, verdammt! Das
Das ist keine gute Idee gewesen. Nein. Oh, Scheiße, nein. Oh, oh, je. Oh, je. Oh, God damn it, Nappa. Oh, nein. Und wieso brichst du dir bei dem Weg da unten auch noch die Haxen, ey? Oh, Gott. Safe State, aber ganz schnell. Hier sind da Kappa-Gesichter? Ich habe keine Zeit, darauf zu achten. Oh nein. Ich darf nicht auf die Hintergründe achten. Das macht mich fertig. Oh, scheiße. So, oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Oh nein. Nein. Okay, Noah. Was hier so ein fieses Loch auch noch ist. Oh nee, noch eins. Boah. Okay. Donnerwetter. Kriegen wir es hin? Was? Nein! Was ist das denn jetzt für eine Spielerei hier? Ich glaube, das war nicht richtig, über dieses Grasstück zu rennen. Das müssen wir irgendwie anders machen. Hier geht's runter. Hier geht's bestimmt lang. Oh Gott. Ich will nicht wissen, wie nah Cooper schon ist. Haben wir uns wirklich einen Gefallen getan? Haben wir uns hier wirklich einen Gefallen getan? Ja, wo bleibst du denn? Oh Mann, ich hätte dir diese Boxes nicht geben sollen. Ehrlich gesagt haben die... Ich weiß nicht, ob sie die Sache wirklich einfacher gemacht haben. Aber hey, Kusara hatte wenigstens schön was zu zählen jetzt. Uiuiuiuiui. Ja, nimm diesen Schlüssel zu diesem Sterndings. Ja. Bowser seine Hände auf dem Mond hat... Bowser seine Hände dran hat, wird der... Wird das Mondzeug anders aussehen, okay? Außerdem, ja, habe ich versucht, Spaß zu haben mit den Speed-Ups und habe 20 neuen geschafft. Try to be dead. Oh nein! Ja, ich habe ja nur 45,5. Weißt du? Okay. Get that fat turtle out of my moon. Sehr schön. Bimbeli, bimbeli, bom, bibim, biben. Okay, cool. Zweiter Stern für heute. Warte mal. Hatten wir... 19? Müssten wir nicht 20 haben? Was zur Hölle? Entschuldige, ich bin gerade verwirrt. Okay, egal. Kurse 4, 5, 6, 8, 9. Was ist passiert? Wieso habe ich nur 19 Sterne? Ihr müsst doch 20 haben. Was habe ich falsch gemacht? Hat mein Gehirn wieder für einen Moment ausgesetzt? Habe ich irgendwie den 8 Münzenstern mir nicht geschnappt? Was ist passiert? Blocks over the lake. Borderline Valley. Oh nein, das klingt nicht gut. Borderline Valley klingt mir irgendwie gar nicht einladend irgendwie. Aber wenigstens haben wir wieder normale Geschwindigkeit. Da lade ich jetzt wirklich kein Safe State. Das war so dämlich. Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. So, okay. Juhu. So, Pokey. Ah.
Laufen wir über die mexikanische Mauer? Oder schnappen wir uns vielleicht doch die Fünfermünze hier irgendwie? Wenn wir eh schon wieder hier sind. Okay, hier scheint es mehrere Wege wieder mal zu geben. Das sieht sehr interessant aus wieder. Das sieht wirklich sehr interessant aus. Das ist eine alte Goldgräberstadt hier. Ich will meine 5 Münzen, so. Ich sammle einfach die 80 zuerst, Bitch. Dann habe ich vielleicht die Chance, beim nächsten Mal meinen 3-Sterne-Schnitt wiederherzustellen. Man weiß ja nie. Heute werden wir ihn verlieren sowieso, weil ich irgendwie nur 19 Sterne habe. Und ich keine Ahnung habe, warum. Ah, Moment. Moment, mir fällt was ein. Okay, alles gut. Wisst ihr, was wir da gesammelt haben? Das fällt mir jetzt erst ein. Das wird ein Schlüssel gewesen sein. Ein Schlüssel für diese zweite Oberwelt und kein Stern. Kein zweiter Stern, den wir vom Cooper bekommen haben. Mann. Ja, natürlich. Ich glaub's ja jetzt einfach nicht. Und dafür war ich jetzt so verwirrt. Och Mann. Aber das passiert, das sind eben diese alten Männer. Bei denen braucht's manchmal ein bisschen länger. Das ist halt einfach manchmal so. Das liegt in der Natur der Sache. Das liegt in der Natur des Weehawks. Und ja, ich bitte das zu entschuldigen. Okay, dann ist alles gut. So, reden wir nicht weiter darüber. Ich bin ja jetzt völlig von der Rolle, deswegen. Ah, alles gut. Weil ich kurz an mir gezweifelt habe, gedacht, du hast doch diesen einen Stern da jetzt geholt. Und jetzt sammeln wir wie ein Wahnsinniger hier Münzen. Ohne überhaupt uns mal hier genau umzusehen und das erste Missionsziel nochmal im Kopf zu haben. Was da lautet, Blocks over the lake. Blöcke übern See jetzt. Blocken wir übern See. Drama Alert. Alter. Nein. Was zur Hölle? Normalerweise ist er ziemlich ruhig. Nochmal. Normalerweise hält er sich eher zurück, was das Hassen der NOD-Community betrifft. Aber ich schätze... Okay, jede Blase... Bubel? Meinst du Bubble? Got to pop at some point. Jede Blase platzt irgendwann. Ah, das ist Brodude da am Schreibtisch. Okay. Als er sagte, er wollte NOD, also Night of Doom updaten mit Parallel Lakitu, ja, waren einige ziemlich angepisst, dass es den ganzen Hack ruinieren würde und diese ganzen Weltrekorde und diese Scheiße. Ja, das musste sich doch Kase auch letztens anhören, als er bei Super Mario Last Impact ein paar Dinge gefixt hat. Was wird denn das Speedrun-Community? Alles für den Arsch. Das ist doch schrecklich. Okay. Ich kann mir vorstellen, dass das sehr frustrierend ist für einen Hackersteller, wenn die Community so reagiert. Du versuchst, dein Spiel besser zu machen und wirst dafür angekackt. Das ist super. Okay. Red ihn einfach von der Seite an, wenn du willst. Das ist Brodude. Ja, das ist ja Wahnsinn. Wir lernen dich endlich mal von Angesicht zu... Hast du mir da gerade ein Geheimnis gegeben? Und warum siehst du mehr aus wie ein South Park-Charakter? So ein bisschen. Ich weiß nicht. Okay, cool. Oh, hier sind Geheimnisse drin. Aber wie viele Geheimnisse mag ich wohl finden? Und das war klar, dass der auch noch hier auftaucht. Das ist wirklich ein Meme-Hack. Okay, cool. Hier sind Geheimnisse drin. Aber wenn hier 3 Stück drin sind, sind die bestimmt alle drin, oder? Ja, 4. Vielleicht auf der Lampe. Das machen wir mal noch fertig, oder? Komm. Mir gefallen übrigens die Geräusche hier nicht. Brodude.
Rück mal ein Stück. Vielleicht ist hier irgendwo was. Kann doch nicht so schwer sein, hier so einen kleinen Raum abzusuchen nach Geheimnissen, oder? Ah, natürlich, bei dem Bild. Wo hätte es auch anders sein sollen als bei dem Bild? Okay. Mensch, Bildude, schön, dich kennengelernt zu haben. Juhu! A Drama Alert. Ich glaube, das wird ein sehr, sehr witziges Level. Wir sind in der zweiten Oberwelt angekommen. Es war ein sehr kurioser Part. Und wir haben Brodude von Angesicht zu Angesicht kennengelernt. Wahnsinn. Okay, bis zum nächsten Mal. Euer Weehawk.